Leute sind ja immer auf der Suche. Gesundheit ist ja eigentlich klassisch unser höchstes Gut. Ne? Und wenn man im Vorfeld schon viel machen kann, ja, dann wird man möglicherweise erst später krank. Ne? Das hat seinen Charme. Also die Philosophie ist eigentlich ganz einfach. Wir haben schon immer versucht, auf natürliche Art und Weise den Menschen zu helfen. Und da kommt natürlich gerade die Biochemie nach Schüssler genau passend, ne? Weil ich schon im Vorfeld vieles vernünftig regulieren kann, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Schüssler war ja erstmal Arzt, ganz normaler Arzt. Wir würden jetzt sagen Schulmediziner, von Haus aus. Und dann hat er sich interessiert und hat geguckt und hat geschaut, wie ist das mit der Homöopathie, wie ist das mit alternativen Heilweisen. Und Schüssler hat sich beschäftigt mit der Asche Verstorbener und hat festgestellt, in dieser Asche sind 11 Grundsalze. Ah, der Gesagte, der Körper daraus aufgebaut. Und hat angefangen zu forschen, wie ist denn das mit dem Körper? Und hat dann herausgefunden, es ist nicht ein Mangel an den Salzen, die können wir zu uns nehmen, sondern es ist die Frage, was macht der Körper damit? Und das merken wir heutzutage ganz stark. Ich nehme mal das Beispiel Osteoporose. Die wenigsten alten Leute ernähren sich von Trockenbrot. Das ist doch Unfug, wir sind doch nicht mehr in Nachkriegsjahren. Die Menschen haben ja eine gute Ernährung. Also warum sind dann Knochen nicht entsprechend ossifiziert, also entsprechend aufgebaut? Und da können wir dann sagen, es gilt nicht noch mehr Kalzium in die Ernährung, sondern das, was da ist, bioverfügbar machen, aufnehmen lassen und dann, wenn es im Körper ist, an die richtige Stelle.